Let's go! In dieser Folge erfährst du, wofür man diese verrückten Sachen hier benutzt. Außerdem, wie geil Chiang Mai ist und du erfährst sogar noch, wie du die besten Massagen in Thailand findest. Are you ready? Let's go! Was ist gestern noch passiert? Ich muss das teilen. Die Ereignisse überschlagen sich. Ich werde auch gar nicht jetzt alles erzählen. Es ist auch ein bisschen Überraschung bleiben. Ich kann so viel sagen. Ich war gestern bei dem Sunset Point, habe einen richtig schönen Ausblick. Ihr habt es gesehen. Geil. Dann saß ich mit den Leuten zusammen, die beim Yoga waren am Morgen. Und dann war das auf einmal eine große Gruppe von, weiß nicht, 9, 8, 9 oder 10 Leuten. Und die haben dann gefragt, ob ich am Sonntag Yoga machen will mit denen, obwohl eigentlich keine Stunde geplant war. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe natürlich Yoga angeboten. Das war meine erste Stunde hier in Pai. Und es waren einfach 12 Leute da. 12. Ich habe mir was mega Schönes ausgedacht. Ich habe das vorher alles am Abend noch geplant und gemacht und fand die selber ziemlich nice. Hier sind, zeige ich euch jetzt auch ein paar Ausschnitte. Und die Rückmeldungen waren phänomenal. Also die haben das geliebt, die meinten, das war die geilste Stunde. Und ich glaube, also es war eine Gruppe aus Israel. Es sind gerade richtig viele Leute aus Israel hier in Pai. Und die meinten, in Israel gibt es halt nicht so gutes Yoga. Also gefällt denen hier Pai an sich schon ziemlich gut. Was ich cool finde. Ich hoffe auch, die kommen demnächst zu meinen Yin-Yoga-Stunden. Das habe ich denen sehr ans Herz gelegt. Ich mag das ja selber auch so sehr. Und ja, das war einfach ziemlich geiler Start hier in die Zeit in Pai. Was halt noch nebenbei so läuft, was ich jetzt nur mal anteasern möchte, ist, dass ich mit Kai, der das hier alles gehört und die ich damals ja durch einen schönen Zufall kennengelernt habe, dass mit der so ein paar Ideen entstehen, die sich für mich und mein Herz ziemlich gut anfühlen. Let's Kai, das ist Kai. Ihr gehört hier das Ganze. We don't speak German, but Yeah, I in would love English to learn everything. German. I want to learn Thai. So, Yes. yeah, we have very nice ideas. And let's see what comes true. All right. Thank you. Thank you, Carl. Auf Bye. den I just bring out. Und sonst werde ich jetzt einfach meine Rede fertig schreiben. Was essen, meine erste richtige Mahlzeit. Und dann werden wir sehen, was noch passiert. Ich habe auf jeden Fall eine neue Freundin. Sehr gut. Die Technik hier läuft. Und da war es wieder. Das Zeichen von oben, einfach mal nichts zu tun. Einfach mal entspannen. Diesen ganzen Stress loslassen. Ja, das fällt mir extrem schwer, aber ich mache mir sehr bewusst, dass es genau diese Momente sind, in denen ich das lernen kann. Und so seht ihr mich hier gerade meditieren, was ehrlich gesagt nicht oft passiert. Aber ich habe einfach mal die Zeit genutzt, um ein bisschen in mich hineinzuschauen. So, da bin ich wieder und werde mir jetzt beim Barbershop meinen Bart mal ein bisschen schöner machen. Und dann sage ich euch mal, wie viel das kostet. Let's go! Ja, ich schwinge mich dann immer so schnell aufs Moped, dass ich direkt vergesse, Fotos und Videos zu machen. Deswegen sage ich es jetzt nochmal kurz, der Bartschnitt hat mich dann insgesamt 2,50 € gekostet. Ja, man sieht jetzt vielleicht nicht so viel, aber ich fühle mich damit ein bisschen besser. Jetzt will ich im Coworking Space arbeiten und hier gibt es ein paar, deswegen schaue ich mir erstmal an, was es so gibt. Auf jeden Fall ist das hier eine interessante Ecke.
So, jetzt muss ich schon sagen, das erinnert mich hart an Bali. Da hinten ist ein Reisfeld. Palmen, Bäume, alles grün, krasse Häuser. Jetzt bin ich auf einmal in Griechenland. Oder, keine Ahnung, Teneriffa. Mal schauen. Ja, in diesem Coworking Space habe ich dann 2 Tage in Folge gearbeitet, bisschen mit dem zweiten Bildschirm rumgespielt und fand das ziemlich cool mit dem iPad. Hat mich pro Besuch 150 Baht gekostet, das sind umgerechnet so knappe 4 Euro. Ja, ich habe gerade einen ziemlich nice Decken- und so Laden gefunden und ich überlege, ob ich diesen Elefant nehmen und einfach an die Wand ranklatsche. Mega großes Tuch. Eine sehr liebe. Okay, Kap Kung Kap. Ja, beautiful. Really good. Sehr gute Qualität. Geile Baumwolle. So big. I cannot see you anymore. Yeah, I like it. Huh, alter Falter. Ich hatte gerade eine Massage. Und die Massage war richtig gut. Es hat alles geknackt, es hat alles einmal richtig durchgearbeitet. So eine Qualität kriegt man in Deutschland auf jeden Fall nicht. Alter Falter. Krasser Scheiß. Ich fühle mich gerade wie neu geboren. Und ich hatte noch nie so einen Unterschied in meiner linken und rechten Seite. Irgendwas ist im Gange. Puh, mir geht's jetzt deutlich besser. Mir tut auch ein bisschen was weh, aber Alter, es hat wirklich alles geknackt. Erstmal drauf klarkommen. Oh, brutal. Alright, dann erstmal was essen. Ich gebe euch jetzt hier erstmal nur einen kurzen Einblick zum Essen, so ein bisschen was ich so bestellt habe. Das hier ist Khao Soi. Mega lecker, kann ich nur empfehlen. Aber ich werde zum Thema Essen und Preise und so später nochmal vielleicht einen zusammenfassenden Beitrag euch geben. Denn darüber kann man sehr viel sagen. Ja, ich hoffe, ihr kriegt jetzt keinen Hunger und könnt direkt weiter gucken. Ansonsten holt euch was Leckeres. Ich hatte heute meine Yogastunde. Dann habe ich eine Rede fertig geschrieben und jetzt fahren wir mit dem schönen Auto hier nach Chiang Mai. Ja, warum sind wir jetzt überhaupt nach Chiang Mai gefahren? Das Dach vom Yogaschala wird jetzt eine Woche lang repariert. Da haben Kai und ich entschieden, wir fahren nach Chiang Mai. Ich würde einen 2 Tage Massagekurs machen und sie würde ihre Familie besuchen und ein bisschen zur Ruhe kommen. Und dachten wir uns, ja, passt perfekt zusammen. Fahren wir zusammen hin, können auf der Fahrt ein bisschen quatschen und dann sehen wir uns vielleicht sogar auf der Rückfahrt wieder. Aber erstmal sind wir gut in Chiang Mai angekommen. Ups, da bin ich schon in Chiang Mai nach einer kurzen Fahrt. Jetzt geht es hier erstmal daran, euch dieses super geile Zimmer zu zeigen.
ziemlich nice. Das ist geil. Den mag ich natürlich besonders. Sehr nice. Die haben schon vorgekühlt. Also ist eigentlich ein kompletter Kühlschrank hier, die Wohnung. Das Apartment. Dusche passt auch. Geil. Ich habe einfach Poolblick. Ist das geil? Mega nice. Ich feier's hart. Erste Sache ist, ich werde direkt morgen früh, Sonntagmorgens, anfangen mit einer zweitägigen Ausbildung für Foodmassage in dem Ort, wo ich das auch schon für die anderen Massagen gelernt habe. Das heißt, ich kann dann auch Fußmassagen, richtig geil. Und dann habe ich auf der Fahrt hierher mit Kai über Yoga und Soundhealing gesprochen. Und dann kam die zweite Sache dazu, dass ich vielleicht morgen Abend direkt zu einer Session gehen kann, einer Soundhealing-Session, und mich da mal ein bisschen connecte mit den Leuten. Bin gespannt, wie es läuft. Denn die bieten an, dass man recht schnell eine richtig coole Ausbildung bekommt. Mal sehen, ob ich das dann direkt noch vielleicht am Dienstag mache. Und jetzt chill ich erstmal hart und bis später. Ja, ich bin wieder bei meiner Massage und lerne heute Fußmassage. Wir machen gerade eine Pause. Es gibt Guave, sieht ein bisschen aus wie Apfel. Aber hat einen anderen Geschmack. Boah. Der Typ ist so gut. Komm heißt er. Komm ist so gut. Der findet jede kleine Stelle, in der irgendwas in meinem Körper nicht in Ordnung ist. Voll verrückt, ey. Voll krass. Yeah, what is up? Ja, und nach 5 heftigen Stunden Training durfte ich dann am Nachmittag noch ein bisschen die Stadt erkunden. Fand hier zum Beispiel ein ziemlich krasses Café. Die lieben irgendwie Pflanzen und ich fühle mich dann immer wie im Dschungel, also bin ich natürlich übelst glücklich. Aber ja, ich will jetzt hier nicht zu viel labern, genießt einfach die Bilder und dann geht's direkt weiter. Das ist gerade richtig heftig. Ich bin gerade die Straße hier reingekommen, sehe das McDonald's, das erinnert mich, und da drüben die Mall. Ich war hier schon mal vor 5 Jahren. Da hatte ich noch keine Ahnung von dieser Stadt. Richtig krass. Übelst der heftige Flashback. Ja, früher wollte ich einfach nur so schnell wie möglich zum Meditationszentrum, aber heute finde ich die Stadt einfach nur geil. Soundbar war ziemlich geil. Jetzt, weil ich mega Hunger habe und in Chiang Mai bin und es Sonntag ist, passt alles perfekt zusammen. Ich gehe jetzt auf den Sonntagsmarkt. Da wird ziemlich viel los sein. Ich gebe euch mal einen Einblick und dann haue ich mir den Bauch voll, fahre nach Hause, chill mein Leben. Ja.
Ja, dieses Mal habe ich irgendwie nicht so richtig was zu essen gefunden, aber es war trotzdem schön, die Stimmung dort einzufangen. Ach ja, mal kurz am Rande hier, sogar das Handy hat einen eigenen Helm, ne? Richtig, auf jeden Fall. Ja. Naja, so ging es dann nach Hause und am nächsten Morgen dann zur zweiten Sitzung mit Massage. Und Sitzung passt perfekt, weil ich habe eigentlich 5 Stunden einfach nur gesessen. Ja. Ja, das Schwierigste an diesen Trainings ist eigentlich nicht einzuschlafen dabei. Es ist einfach so entspannend, der Körper fährt runter. Ja, ich muss ja mitkriegen, was er macht und wie ich es mache und so. Da hatte ich eigentlich meine größten Schwierigkeiten mit. Aber war schön. Und außerdem seht ihr jetzt auch, wofür dieses Stöckchen genutzt wird, was ich euch ganz am Anfang der Folge gezeigt habe. Nämlich für die Fußmassage. Ja, und dann hatte ich es endlich geschafft, nach 2 Tagen ein Zertifikat für Fußmassage. Und ich muss sagen, ich habe extreme Dankbarkeit gespürt, dass ich dieses Wissen erleben darf, dass ich so einen tollen Lehrer habe. Und dass ich raus in die Welt gehen kann, um diese Massage, diese Heilung, dieses, ja, Reparieren in die Welt zu geben. Darauf freue ich mich einfach sehr. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Aufnahmen der weiteren Tage. Ich bin noch ein bisschen länger in Chiang Mai geblieben. Und hier habe ich einen Bioladen besucht. Das gibt es auch. Gute Qualität, gute Preise, gute Besserung, so ungefähr. Und hier wollte ich nach Essential Oils, nach ätherischen Ölen schauen und habe die auch gefunden. Ja, ich bin sehr glücklich drüber. Ja, ich gönne mir mal wieder ein paar Thai, weil das hier einfach einer der besten Läden ist. Und ich wollte euch mal sagen, dass diese Woche hier oder die Tage in Chiang Mai, ich habe, glaube ich, noch nie so viele Ratten und Kakerlaken innerhalb so kurzer Zeit gesehen. Aber mich stört es jetzt eigentlich nicht. Ich finde Kakerlaken irgendwie gar nicht schlimm und Ratten, keine Ahnung, die hauen eh immer ab. Die haben eigentlich mehr Angst vor einem als wir vor denen. Ist vielleicht ja ein bisschen eklig, wenn es so in der Nähe von einem Restaurant ist oder so, aber eigentlich finde ich, das gehört dazu. Ist normal. Ja, aber jetzt erstmal lecker essen und dann zeige ich euch vielleicht nochmal ganz kurz, vielleicht schaffe ich es auch nicht, keine Ahnung. Bin ich ein zweites Mal beim Soundbar, diesmal mit verschiedenen Klanggeräuschen. Lasst euch überraschen. Ich lasse mich nämlich auch überraschen. Ich hab's geschafft. Ich habe ganz kurz ein Video gemacht. Ich kann euch zeigen, wie das hier ausgesehen hat. Und würde richtig gerne von euch wissen, hättet ihr Bock auf sowas? Habt ihr sowas schon mal gemacht? Schreibt es mir mal in die Kommentare, denn ich habe so Bock, das nach Deutschland zu bringen und mit euch zu teilen. Also, wie findet ihr das? So, was wäre Chiang Mai, ohne mal einen Tempel zu besuchen? Den will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich gucke mal, ob ich reinkomme. Aber sind auch an sich von außen schon echt schön. Ein buddhistischer Tempel mit Buddha, immer schön vergoldet. Der ist aber recht klein und süß. Mal gucken, ich setze mich einfach mal ein bisschen rein. Schuhe immer ausziehen. Ich bin ja selber kein Buddhist, aber ich finde diese Tempel einfach mega schön. Diesen Kunst, gerade dass da was immer an den Wänden so zu finden ist. Ja, und ich habe für mich persönlich entschieden, dass ich die Tempel einfach gerne anschaue, diese Ruhe genieße und manchmal einfach auch eine längere Zeit dort sitzen bleibe und einfach mal nichts tue.
Ja, jetzt war ich in dem einen kleinen Tempel, hab da eine Weile gesessen. Jetzt sehe ich gerade beim Grab nach Hause fahren. Wie geil sieht denn das bitte aus? Alter. Richtig krasser Tempel, gleich nebenan. Mega schön. Mal eben Thailand. Hilfreiche Tipps. Tipp Nummer 1. Wenn ihr in Thailand seid, lauft einfach mal durch die Straßen. Lauft einfach mal drauf los. Oder nehmt euch ein Fahrrad. Ich habe mittlerweile so geile Sachen entdeckt. Vor allem in Chiang Mai. Einfach mal mit dem Fahrrad drauf losfahren. Vielleicht vorher mal kurz in Google Maps nach irgendwas schauen, was interessant sein könnte. Aber auf dem Weg dahin ergeben sich meistens viel, viel geilere Sachen. Zum Beispiel das, was ich euch jetzt zeige. So krasse Tempel. Drachen, Drachen, überall. Tipp Nummer 2, wenn ihr richtig gute Massagen in Thailand haben wollt, nehmt nicht die, bei denen sie sagen, oh, hello, you wanna come in, you can get nice massage, please, please, and they run after you and they drag you. Also wenn die hinter dir herrennen und dich dann reinziehen wollen, dann ist es definitiv keine gute Massage. Mein erster Tipp ist, diesmal wirklich gut. Einfach auf Google schauen. Ich nehme eigentlich nur Massagen, die 4,7 oder höher in der Bewertung haben und viele Bewertungen. Das ist dann auch aussagekräftig genug. Zweitens, Krankenhäuser, gerade auf Inseln vielleicht, kleinere Krankenhäuser haben manchmal Abteilungen für Massagen. Da sind studierte Leute, die haben mega krasse Ahnung, die wissen ganz exakt, was die da machen und auch Gutes tun. Und das Dritte, was auch jeder einhalten kann, sucht euch oder nehmt eher eine ältere Dame, einen älteren Herrn als die ganz Jungen, weil die haben so viel Erfahrung gesammelt, die haben ordentlich Power und die wissen auch genau, was sie machen. Also da lohnt sich das dann auf jeden Fall. Gerade wenn man, ich mag das schon gern, wenn es ein bisschen härter, richtig mit draufstellen und so und mit Ellenbogen und alles so, dass es halt schon mal richtig aktiviert wird, da muss was arbeiten, dann diese drei Tipps einhalten und ihr werdet sicherlich keine schlechten Erfahrungen machen. Ich kann es euch nicht versprechen, aber die Chance steigt. So, das war's. Bis dann.